den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der CDU-CSU hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema den zunehmenden Medikamentenmangel beseitigen, Ursachen bekämpfen, Gefahren abwehren und kurzfristige Abhilfe schaffen. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat für die Unionsfraktion der Kollege Tino Sorge. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Medikamentenmangel ist ein ernstes Problem. Da hilft es auch nichts, die Lage schön zu reden. Viele Medikamente sind Mangelware. Und was macht unser Bundesgesundheitsminister, unabhängig davon, dass er heute mal wieder nicht da ist bei der Aktuellen Stunde? Er behauptet, die Lage habe sich zwischenzeitlich entspannt. Und im Grunde ist das ja nicht nur ein Kleinreden der Problematik, sondern die Präsidentin der Apothekerverbände, Frau Overwiening, hat den Gesundheitsminister deshalb auf die Verbreitung von Fake News hingewiesen. Und das muss man als Gesundheitsminister erst mal schaffen, dass einen Verbände der Fake News bezichtigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben es ja gesehen, gestern war Apothekerprotest, also Apotheker aus ganz Deutschland haben hier in Berlin tausende Apotheker demonstriert. Sie sind dann auch vom Bundesgesundheitsministerium vorbeigezogen, vom Büro des Bundesgesundheitsministers, um ihren Anliegen Nachdruck zu verschaffen, eben die Befürchtung, dass Apotheken in die Insolvenz gehen, dass sie Medikamente nicht ordnungsgemäß abgeben können, weil sie nicht verfügbar sind. Und was macht unser Bundesgesundheitsminister? Er schießt ein Foto aus dem Elfenbeinturm seines Büros und zieht bei Twitter hämisch und sich lustig machend über Apothekerinnen und Apotheker her. Das ist mittlerweile die Gesundheitspolitik, die wir in Deutschland haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das erinnert mich wirklich daran an die französische Königin Marie Antoinette, die ihrer Bevölkerung, die Hunger hatte, gesagt hat, wenn ihr kein Brot habt, dann esst doch einfach Kuchen. Das sind die Vorschläge, die der Bundesgesundheitsminister den Apothekerinnen und Apothekern in dieser Problematik macht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es hilft ja in der Debatte auch mal ins Archiv zu schauen. Wir haben bereits letztes Jahr, am 5. Juli, hier in diesem Hohen Haus einen Antrag gestellt. Da ging es genau darum, gut vorbereitet in den Herbst zu gehen, Medikamentenengpässe zu verhindern. Mangelsituationen, insbesondere im medizinischen Bereich, müssen vermieden werden. Das war vor fast genau einem Jahr. Und genau darum geht es heute noch. Sie wissen, was passiert ist. Die Folgen sind bekannt. Ampel hat unsere Anträge abgelehnt, Vorschläge sind abgelehnt worden, der Winter kam und damit ein beispielloser Medikamentenmangel. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eigentlich unerträglich für ein Industrieland wie Deutschland, das einfachste Medikamente, Kinderhustensäfte, Fiebermittel, Schmerzmittel nicht verfügbar sind. Und da hätten Sie schon längst agieren müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Schlimme an der ganzen Nummer ist ja nicht nur, dass Sie das Problem kleinreden, Sie verschärfen es ja sogar noch. Sie haben letztes Jahr im Oktober hier in diesem Hohen Hause gegen die Kritik der Opposition, gegen die Kritik vieler Experten, das sogenannte GKV-Finanzstabilisierungsgesetz hier durchgepeitscht. Und damit haben Sie die Lage ja noch verschärft. Und ich kann Ihnen auch sagen, was passiert ist. Man fasst es zusammen. Erst senken Sie den Apothekern die Honorare und dann wundern Sie sich, dass sie auf die Straße gehen. Erst benachteiligen Sie Pharmahersteller, dann wundern Sie sich, dass der Standort Deutschland nicht mehr attraktiv ist und sogar Firmen vom Bundesverfassungsgericht klagen. Dann haben Sie den Ärzten gedankt in der Pandemie. Das Erste, was Sie nach der Pandemie gemacht haben, die Neupatientenregelung, also zusätzliche Vergütung für neue Patienten, abzuschaffen. Und dann wundern Sie sich, dass Ihre Politik voller Widersprüche hier niemand mehr in diesem Hohen Hause versteht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will Ihnen auch sagen, lieber Herr Staatssekretär Edgar Franke, der ja stellvertretend für den Bundesgesundheitsminister hier unter uns sitzt, ich habe manchmal das Gefühl, dass der Bundesgesundheitsminister, ja, er kann sich nicht durchsetzen gegenüber Bundesfinanzminister Christian Lindner. Das ist so, Christian Lindner sitzt wie Dagobert Duck auf dem Geld. Der Bundesgesundheitsminister kriegt es nicht auf die Reihe, für diese Vorhaben das Geld zu besorgen, was ins System gehört. Also man kann es auf den Punkt bringen, der Bundesgesundheitsminister ist wie ein Boxer, der oberhalb seiner Gewichtsklasse boxt und dann aber nicht auf Chancen setzt, nicht auf Trainer hört, auf Experten erst recht nicht und sich dann wundert, dass er ständig eine Abfuhr und Niederlagen hier kassiert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt
wissen wir ja sicherlich gleich, was in der Aktuellen Stunde hier passieren wird. Jetzt wird sich die Ampel wieder loben. Ja, es gäbe doch ein Gesetz gegen Lieferengpässe. Das haben wir doch jetzt in die Beratung eingebracht. Ich darf nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Sie bringen im Sommer ein Gesetz ein für ein Problem, das seit letzten Winter besteht. Also alle Achtung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es wird ja noch besser. Wir hatten am Montag die Anhörung zu diesem Gesetz. Da ist Ihnen von sämtlichen Experten, sind Ihnen die Kernpunkte, die Kritikpunkte, die wir hier ständig auch in den Ausschussberatungen vorgetragen haben, wirklich zerrissen worden. Und deshalb ist das, was Sie hier an Performance bringen, einfach zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt will ich auch noch mal darauf hinweisen, ich meine, wir werden jetzt gleich wieder erleben, jetzt wird gleich wieder die Vorhaltung kommen, ja, die Union hat doch quasi in den letzten Jahren allein regiert. Da kann ich Ihnen sagen, nein, war nicht der Fall. Wir haben mit Ihnen von der SPD, mit Karl Lauterbach als federführendem Gesundheitspolitiker in den letzten 8 Jahren viele gute Dinge auf den Weg gebracht. Aber im Rahmen der europäischen Ratspräsidentschaft hat Deutschland unter Jens Spahn immer Initiativen in den Bereich gebracht. Und was haben wir diesmal erlebt? Ein Aktionsplan auf EU-Ebene, das hat Belgien vorangetrieben, nichts aus Deutschland. Also insofern, lieber Herr Kollege Sorge, wir sind in der Aktuellen Stunde. Kommen Sie ins Regieren. Regieren heißt nicht jammern, regieren heißt handeln. Insofern tun Sie endlich was. Für die SPD-Fraktion hat das Wort Heike Behrens. Haben Sie einen zur Geschäftsordnung? Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Kollege Sorge hat eben den Staatssekretär angesprochen. Ich glaube, das Thema der Aktuellen Stunde der Union ist doch ein nicht unerhebliches Thema. Wir hatten kürzlich die Apotheker auf der Straße. Hier geht es jetzt um Medikamentenmangel. Ich denke, dass die Anwesenheit des Bundesgesundheitsministers hier nicht nur erforderlich ist, sondern auch angemessen wäre. Insofern beantragt meine Fraktion die Herbeirufung des Ministers. Vielen Dank. Es liegt ein Antrag auf die Geschäftsordnung vor, zu Herbeizitieren des Ministers. Stellen wir zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag fürs Herbeizitieren? Also AfD und CDU, CSU und Die Linke auch. Wer stimmt dagegen? Das Regierungskoalition. Damit ist der Antrag auch abgelehnt. Vielen Dank. Wir führen in der Debatte fort. Und für die SPD-Fraktion hat Heike Behrens das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe CDU-CSU-Fraktion, ich hatte tatsächlich gedacht, dass Sie den heutigen Antrag auf eine Aktuelle Stunde deshalb gestellt haben, um hier mal selbstkritisch zu reflektieren, was Sie in den letzten Jahren gemacht haben. Diese Chance haben Sie verpasst. Die Medikamentenversorgung ist tatsächlich nicht so, wie sie sein sollte in unserem Land. Aber nicht nur in unserem Land, sondern auch darüber hinaus. Und das nehmen wir als Ampel sehr ernst und handeln, denn wir wollen nicht noch einmal einen Erkältungsherbst ohne Fiebersaft für Kinder erleben. Wir wollen, dass schwerkranke Menschen jederzeit ihre notwendigen Medikamente bekommen, die sie brauchen. Aber von Lieferengpässen war und ist nicht nur Deutschland betroffen. Unterbrechungen von Lieferketten gab es durch verschiedene Krisen weltweit. Nicht nur im Arzneimittelbereich, aber hier sind sie tatsächlich dramatisch, weil es unter Umständen um Leben und Tod geht. Und darum verhandeln wir aktuell das ALP-VVG, also das Gesetz zur Bekämpfung von Lieferengpässen. Und darum hat unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach bereits im letzten Herbst Sofortmaßnahmen angestoßen, die wirken. Wir haben die Festbeträge für Kinderarzneimittel für 3 Monate ausgesetzt und damit gezielt die akute Engpasslage abgemildert. Wir haben es den Apotheken ermöglicht, ein wirkstoffgleiches Präparat abzugeben, das nicht auf dem Rezept steht. Das hat sich bewährt und das wollen wir fortsetzen. Um zukünftig drohende Lieferengpässe frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, müssen wir aber tiefer schürfen. Dafür sieht das ALP-VVG ein ganzes Paket an Maßnahmen vor. Im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wird ein Frühwarnsystem etabliert.
Wir werden durch bessere Datenverfügbarkeit mehr Transparenz in den Markt bringen. Und ganz wichtig, wir geben Anreize dafür, den deutschen Generikamarkt wieder attraktiver zu machen. Mittelfristig aber wollen wir auch wirtschaftspolitische Maßnahmen ergreifen, um bestehende Lieferketten zu diversifizieren und um die Produktion von versorgungskritischen Arzneimitteln wieder zurück nach Europa zu verlagern. Und darum ist unser Gesundheitsminister in der EU unterwegs und wirbt um gemeinsame europäische Lösungen. Alle erfahrenen und verantwortungsvollen Gesundheitspolitiker wissen, dass sich die Probleme über Jahre aufgebaut haben. Und eigentlich wissen Sie das auch, dass die Probleme vielschichtige Ursachen haben und dass wir sie nicht allein im Kontext von Gesundheitspolitik lösen können. Und ich kann mich darum wirklich über Ihren Beitrag, Herr Sorge, den Sie gestern sowohl im Rundfunk wie auch im Fernsehen gegeben haben, nur wundern, wo Sie gesagt haben, Geiz ist Geiz, Geiz ist Geil-Mentalität funktioniert nicht im Gesundheitswesen. Wen meinen Sie da eigentlich? Höre ich da vielleicht Selbstkritik raus? Wohl kaum. Und ich sage Ihnen, ich fühlte mich bei solchen Sprüchen eher an ein Managementkonzept erinnert, vor dem man jede Führungskraft nur warnen kann. Management bei Nilpferd heißt das. Mal kurz auftauchen, Maul aufreißen und dann wieder abtauchen. So kann man kein Unternehmen führen und ich sage Ihnen, so funktioniert auch Politik nicht. Ich erinnere Sie daran, dass wir noch gemeinsam in der Großen Koalition im Rahmen des Faire Kassenwettbewerbgesetzes Regelungen gegen die Lieferengpässe getroffen haben. Da haben wir den Beirat für Lieferengpässe am BfArM eingeführt. Er hat durch seine Empfehlungen wichtige Impulse im letzten Winter gesetzt. Und was wir damals mit Ihnen aber nicht durchbekommen haben, waren strengere Vorschriften beim Thema Lagerhaltung. Da waren Sie zögerlich und hatten Bedenken wegen der Kosten für die Unternehmen. Das packen wir jetzt als Ampel richtig an. Und ebenso beim Thema Rabattverträge. Auch da wollten Sie nicht dran gehen. Wir werden jedenfalls jetzt in versorgungskritischen Bereichen die Preisregeln lockern. Aber vor allem werden wir alles, was uns als Politik möglich ist, tatsächlich auch tun, damit die Menschen auch bei globalen Krisen auf eine qualitativ hochwertige Arzneimittelversorgung zählen können. Wir modernisieren Deutschland dort, wo viele Jahre die Dinge nicht so vorangegangen sind, wie wir uns das gewünscht hätten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Kollegin Behrendt, Sie haben den Tino Sorge direkt angesprochen. Er möchte gerne eine persönliche Erklärung dazu abgeben. Eine persönliche Erklärung, ja. Geht zur Aktuellen Stunde, nur keine Kurzintervention und keine Zwischenfrage. Also ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, Frau Kollegin. Also, weil Frau Behrendt mich ja konkret angesprochen hat. Also sie hat ja gefragt oder hat gesagt, Geiz ist geil. Das sei quasi ein bisschen wie das Nilpferd im Porzellanladen. Also ich sage ganz offen, der Elefant ist mein Lieblingstier und Nilpferd ist auch ein sehr intelligentes Tier darüber hinaus. Aber Sie haben gesagt, die Geiz-ist-geil-Mentalität hat zu diesem Problem geführt. Und genau das habe ich gesagt. Und ich kann Ihnen auch erklären, was damit gemeint ist. Sie können das ja nachlesen in Interviews. Rabattverträge beispielsweise haben auch dazu geführt, dass wir Lieferengpässe bekommen haben, weil eben wenige Anbieter bei den Ausschreibungen damit der Günstigste den Zuschlag bekommen hat, was dann dazu geführt hat. Insofern will ich nur noch mal darauf hinweisen, auch danken, Frau Kollegin Behrendt, Sie haben ja ein bisschen unterschlagen, dass wir in den letzten 8 Jahren mit Ihnen gut zusammen regiert haben, auch mit Herrn Lauterbach. Also insofern sollten Sie da auch mal selbstkritisch in sich gehen und das können wir gern demnächst auch noch mal besprechen. Vielen Dank. Bitte bei den persönlichen Erklärungen wirklich auf die persönliche Erklärung, auf das persönliche
Empfinden in Zukunft einzugehen und nicht vor allen Dingen in der Aktuellen Stunde eine Kurzintervention daraus zu machen. Also da haben wir klare Regeln in unserer Geschäftsordnung. Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort der Kollege Sichert. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich zitiere: In den norddeutschen Apotheken werden viele Medikamente knapp. Häufig fehlen lebenswichtige Medikamente, etwa für Epileptiker oder Menschen, die an Depressionen leiden. Dieses Zitat ist vom Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 2019. Wissen Sie, wer da regiert hat? SPD und CDU. Dieselbe CDU, die heute eine Aktuelle Stunde einberufen hat mit dem Titel Ursachen des zunehmenden Medikamentenmangels bekämpfen. Sie sind die Hauptverursacher des Medikamentenmangels und spielen jetzt die Empörten. Wer soll Ihnen das glauben? Die Probleme sind nicht neu. Schon 2017 verbrachte die Mehrheit der Apotheker ein Zehntel ihrer Arbeitszeit damit, sich um nicht lieferbare Medikamente zu kümmern. In 16 Jahren Regierung haben Sie von der Union den Medikamentenmangel nur verschärft, anstatt ihn zu verhindern. Es ist schon so weit gekommen, dass der Präsident der Bundesärztekammer lokale Flohmärkte gefordert hat, auf denen die Menschen Medikamente tauschen sollen. Zwischen erstklassiger medizinischer Versorgung und der Forderung, eine Tauschwirtschaft schlimmer als in Afrika zu etablieren, liegen nur wenige Jahrzehnte. Jahrzehnte, in denen SPD und Union gemeinschaftlich das Gesundheitswesen an die Wand gefahren haben. Wenn diese Aktuelle Stunde eines zeigt, dann, dass ganze Berufsstände erst streiken und auf die Straße gehen müssen, bis manch einer von Ihnen hier realisiert, dass es im Land echte Probleme gibt, um die man sich kümmern muss. Union, SPD, Grüne und FDP haben Deutschland von der Apotheke der Welt zum Medikamentenmangelland gemacht. In den letzten Jahrzehnten wurde das Gesundheitswesen von einem sozialen Versorgungssystem zu einem Wirtschaftsbetrieb umfunktioniert, in dem der Gewinn wichtiger ist als die Gesundheit der Patienten. Wegen Ihrer Politik sterben Menschen, weil sie nicht die benötigten Medikamente bekommen. Ein bisschen mehr Demut täte Ihnen wirklich gut. Im Jahr 2000 wurde mehr als die Hälfte der Wirkstoffe in Europa hergestellt. Heutzutage werden über 80% der Wirkstoffe in China und Indien hergestellt. Über 80%. Wir sind inzwischen völlig abhängig von Asien. Wo war die Union? Wo waren Ihre Minister, Ihre Kanzlerin, als die Ursache für die aktuelle Katastrophe geschaffen wurden? Ich kann es Ihnen sagen, Sie haben die bequemen Ministersessel genossen, anstatt die Probleme im Land anzugehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Karl Lauterbach Gesundheitsminister wurde, weil man ihn als größten Verbreiter von Horrornachrichten wollte, um eine Impfpflicht durchzudrücken. Dass der Bote der Apokalypse aber nichts anderes kann, als die Apokalypse zu bringen, war dabei offensichtlich irrelevant. Karl Lauterbach ist völlig überfordert damit, die echten Probleme anzugehen, und er ist obendrein beratungsresistent. Das zeigen die kurzen Fristen, mit denen Verbände und Bundestag Gesetzesänderungen zugeleitet werden. Die traurige Wahrheit ist, solange die Ampel regiert, ist keine Besserung in Sicht, schon gar nicht im Gesundheitswesen. Etliche Medikamente, die in Deutschland knapp sind, sind im Ausland verfügbar. Der Medikamentenmangel ist hausgemacht. SPD, Grüne und Union haben das System der Rabattverträge geschaffen, wegen dem Pharmafirmen ihre Medikamente viel lieber in andere Länder liefern als nach Deutschland. Obendrein werden dadurch Apotheken aktiv daran gehindert, Bürgern passende Medikamente zu geben. Wenn es beispielsweise 8 Medikamente mit passenden Wirkstoffen gibt, aber eine Krankenkasse nur für 3 Medikamente Rabattverträge hat, läuft die Apotheke Gefahr, keinerlei Geld zu bekommen, wenn sie dem Patienten eines der anderen 5 Medikamente gibt. 36.000 dieser verschiedenen Rabattverträge gibt es inzwischen. 36.000. Eine massive Gefahr für die Gesundheit der Bürger in Zeiten des Medikamentenmangels und für die Apotheken ein riesiger bürokratischer Aufwand. Wenn Sie es ernst meinen mit der Bekämpfung des Medikamentenmangels, dann stimmen Sie nächste Woche unserem Antrag zu, die Rabattverträge abzuschaffen. Erstmals seit 40 Jahren gibt es weniger als 18.000 Apotheken in Deutschland. Die Apotheken sterben genauso wie die Arztpraxen. Über 10.000 Arztpraxen gibt es weniger als vor 10 Jahren. Und das bei einer wachsenden Bevölkerung, die immer älter wird. Mit jeder Apotheke, mit jeder Arztpraxis, mit jedem Krankenhaus, das stirbt, sterben auch Menschen, weil die medizinische Versorgung immer schlechter wird.
Wir brauchen eine Wende in der Gesundheitspolitik. Statt den Interessen der Pharmakonzerne und Lobbyisten muss endlich wieder die Gesundheit der Bürger oberste Priorität haben. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Dr. Paula Pichotta. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Union, es zeugt von Ihrem großen parlamentarischen Feinsinn, dass an dem Tag, an dem der Vizekanzler und Apothekersohn Robert Habeck endlich seine Wärmepumpe in den Bundestag einbringen kann, Sie uns eine Stunde mit Ihrer rhetorischen Heißluftpumpe Tino Sorge gönnen. Und tatsächlich muss man sagen, hier ist jetzt schon in den letzten 15 Minuten sehr viel heiße Luft produziert worden. Und wenn irgendwas von dieser heißen Luft auch nur einem einzigen Patienten in diesem Land was bringen würde, dann hätten wir jetzt schon nach einer Viertelstunde richtig viel erreicht in diesem Bundestag für die Patientinnen und Patienten in diesem Land. Haben wir aber nicht. Haben wir aber nicht, weil dieses Thema zu den Themen gehört, wo sich Populismus am stärksten verbietet, weil es eines der kompliziertesten und komplexesten Probleme ist, das wir hier überhaupt beraten. Und jeder, der versucht, das in den Populismus reinzuziehen, der macht sich mitschuldig daran, dass die Lösungsansätze noch später kommen und es noch schwieriger wird, statt einfacher und schneller für Patientinnen und Patienten in diesem Land. Ich möchte diese Stunde hier anders nutzen, bevor wir riskieren, dass die nächste persönliche Erklärung von Tino Sorge hier kommt, und noch mal auf die Anhörung diese Woche Montag verweisen. Wir beraten ja in diesen Tagen gerade das Gesetz für Arzneimittellieferkettenprävention. Und in dieser Anhörung gab es eine Frage von der Union an Professor Ludwig, Chef der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Der ist nicht bekannt, Ampelvertreter zu sein. Und er hat vieles geantwortet, unter anderem, ich zitiere: Ich darf bei dieser Gelegenheit sagen, dass ich mich sehr freue, dass nachdem 2011 das Thema Lieferengpässe weltweit erstmals diskutiert wurde, wir im Jahr 2023 uns Gedanken machen, wie wir diese Lieferengpässe in Deutschland verhindern können. Sagen wir mal, die Leitung war relativ langsam. Zitat Ende. Da unterschlägt er natürlich, dass seit 2011 durchaus einiges passiert ist. Aber schauen wir uns doch mal an, was passiert ist. 2010 übrigens waren wir in Deutschland in der Situation, wo die Importe aus China, was Arzneimittel betrifft, noch quasi inexistent waren. 2011, Lieferengpässe werden erstmals weltweit debattiert, im Bundestag nichts. 2012, im Bundestag nichts. 2013, ein Antrag der SPD, der übrigens schon viele Punkte enthält, die wir jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen beschließen. Eingeführt wird aber nur ein freiwilliges Register für Lieferengpässe, was über Jahre unbrauchbar bleibt, weil die Meldungen nur freiwillig sind und es in der Praxis überhaupt nicht nutzbar ist. 2014, die Bundesregierung lässt ausrichten, Lieferengpässe sind meist nicht von langer Dauer. 2015, kleine Anfrage der Grünen, denn die Regierung scheint ein Gesetz zu planen. Es kommt aber dann kein Gesetz, es kommt der Pharma-Dialog. 2016, der Pharma-Dialog beschließt den Jour fix. Die Industrie verspricht, ihre Prozesse zu optimieren. Das BfArM fordert schon da verpflichtende Lieferungsmeldungen bei Lieferengpässen. 2017 nichts. 2018 der Jour fix gilt als Erfolg. 2019, es kommt endlich ein Gesetzespaket, wenn auch klein. Und deswegen stimmt es auch nicht, dass gar nichts passiert wäre seit 2011. Da wird unter anderem endlich der Beirat beim BfArM für Lieferengpässe eingerichtet. 2020, 2021, Sie kennen das, die Pandemie. Plötzlich werden Lieferengpässe bei Medikamenten überall Thema. 2022, die postpandemische Erkältungswelle führt dazu, dass wir tatsächlich Nachfragespitzen ungekannten Ausmaßes haben. 2023 haben wir jetzt endlich den Gesetzentwurf. 2011 bis 2023. Und nein, es stimmt nicht, dass in dieser Zeit nichts passiert ist. Aber ich glaube, es zeigt auch sehr deutlich, dass zu wenig passiert ist und zu spät passiert ist. Und wenn wir uns ehrlich machen und an der Stelle nicht wollen, dass wie in dieser Zeit der Import aus China von quasi inexistent in den Milliardenbereich geschnellt ist, dann müssen wir uns jetzt auch gemeinsam damit ehrlich machen, dass wenn wir jetzt in den nächsten Jahren wieder merken, dass das Problem größer wird, obwohl wir was gemacht haben, dass es dann nicht reicht, nur wenig nachzusteuern. Und es bedeutet auch noch mal ehrlich zu machen, dass wenn wir hier früher interveniert hätten, dann wäre das Problem nicht so groß gewesen und dann wäre es auch leichter zu lösen gewesen. Und das ist übrigens eine weitere Parallele zur Debatte um die Klimakrise heute Morgen hier im Plenum.
Ich möchte an der Stelle, weil Sie auch die Apothekenproteste gestern angesprochen haben, noch mal kurz dazu ein Wort verlieren. Mir haben auch einzelne Apothekerinnen und Apotheker geschrieben, die von Kollegen unter Druck gesetzt wurden. Es ist ja durchaus so, dass die Einnahmesituation in den Apotheken in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich ist. Es sind viele sehr lukrativ, es kämpfen viele ums Überleben und auch in der Realität dazwischen gibt es sehr viele Apotheken. Und da schicken diese Apotheker mir auch die Nachrichten, die sie von Kollegen bekommen, wo ihnen angedroht wird, wenn sie öffentlich Kritik üben, dass dann Schluss sein muss mit Kollegialität und dass der, der den anderen Apothekern in den Rücken fällt, mit Konsequenzen rechnen muss. Das muss man ja mal vorher sagen, der Fairness halber. Ich kenne solche Nachrichten. Als politische Person in diesem Bundestag kennen wir das wahrscheinlich alle in diesem Haus. Aber ich glaube, wenn das jetzt schon anfängt zwischen den Leistungserbringern in diesem Land, dann sind wir an einem Punkt im Gesundheitswesen, wo wir wirklich auch an der Stelle gegensteuern müssen. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke hat das Wort Katrin Vogler. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, verzweifelte Eltern suchen für ihre kranken Kinder in Apotheken im grenznahen Ausland nach Fiebersäften oder schnitzen Fieberzäpfchen auf die richtige Größe zurecht. Krebskranke Frauen müssen befürchten, dass ihr lebensrettendes Medikament nicht mehr verfügbar ist. Chronisch Kranke fangen an, Medikamente zu horten, einfach aus Angst, dass ihre Blutdruckarznei oder ihr Insulin irgendwann nicht mehr zu kriegen ist. Ende 2022 gab es einen Engpass bei 311 Medikamenten und aktuell sind es 474. Und das sind unhaltbare Zustände, denen nicht länger tatenlos zugesehen werden kann. Gestern waren ja die Apothekerinnen und Apotheker bundesweit im Streik und auch hier in Berlin zu Tausenden auf der Straße. Wenn selbst die Apothekerschaft aufsteht und vor Minister Lauterbachs Ministerium Patientenversorgung ohne Lieferengpässe fordert, dann reicht es ganz bestimmt nicht aus, davon ein Foto zu twittern, wie der Herr Minister das gemacht hat. Hier muss endlich gehandelt werden. Aber wenn die Union sich hier so wortstark hinstellt, muss ich schon sagen, es hat so ein bisschen was von haltet den Dieb, er hat mein Messer im Rücken. Denn die Regierungen der letzten 25 Jahre haben unsere Gesundheitsversorgung mehr und mehr den Prinzipien von Markt und Wettbewerb unterworfen. Und da waren sie auch dabei. Und nun stellen sie überrascht fest, dass diese Prinzipien auf globalisierten Märkten zwar die Profite der Hersteller sichern, aber mitnichten die Versorgung der Bevölkerung. Überraschung! Das hätte doch niemand ahnen können, dass Rabattverträge, die lebensrettende und bewährte Medikamente beim Preis in eine gnadenlose Abwärtsspirale schicken, dass die dazu führen könnten, dass Produktionsstätten in Niedriglohnländer verlagert werden und dass die Lieferketten immer anfälliger werden. Wer hätte das gedacht? Deutschland, meine Damen und Herren, Deutschland ist nicht nur Europas größter Abnehmer für Arzneimittel, sondern auch ein großer Produzent. Allerdings gibt es bei den Pharmafirmen genau wie im richtigen Leben eine deutliche Zweiklassengesellschaft. Da ist die Oberklasse der neuen patentgeschützten Medikamente, für die noch immer in den ersten 6 Monaten nach der Zulassung Fantasiepreise zulasten der Krankenkassen abgerechnet werden können. Sie sichern die enormen Profite der Konzerne. Und da ist die Arbeiterklasse unter den Medikamenten, die Generika. Das sind wirksame und bewährte Mittel, deren Patentschutz abgelaufen ist und die den Hauptteil bei der gesundheitlichen Medikamentenversorgung sichern. Diese Generika sind es, die von den Engpässen betroffen sind. Und das ist dramatisch, weil viele von ihnen essentielle Mittel für chronisch Kranke sind. Sie stellen 3/4 der verschriebenen Medikamente dar. Ihr Anteil an den Ausgaben der Krankenkassen ist aber allerdings nicht mal bei 10%. Während die Ausgaben für Arzneimittel insgesamt von Jahr zu Jahr ansteigen, bleiben sie für Generika stabil oder sinken sogar, trotz steigender Produktionskosten. Sie haben also keinen Anteil an den Finanznöten der Krankenkassen, aber sie stellen fast 100% der von Lieferengpässen betroffenen Medikamente dar. Ein Apotheker hat mir das so geschildert: Medikamente, die 1.000 Euro pro Packung kosten, die kriege ich immer.
Nun weiß auch die Linke, dass man Fehlentwicklungen, die durch jahrzehntelange politische Fehlentscheidungen verursacht worden sind, nicht mit einem Federstrich beseitigen kann. Aber das von der Regierung vorgelegte Arzneimittellieferengpassgesetz, das ist nun wirklich ein erneutes Politikversagen mit Ansagen. In der Anhörung am Montag im Ausschuss hat ein Vertreter der generikaproduzierenden Unternehmen ganz klar gesagt, dass dieses Gesetz nicht dazu führen wird, dass es in 5 Jahren wieder mehr Generika in der Europäischen Union gibt. Viele Sachverständige haben deutlich gemacht, dass nicht allein Kinderarzneimittel oder Antibiotika von den gravierenden Nebenwirkungen der Rabattverträge betroffen sind, sondern eine ganz breite Zahl von unterschiedlichen lebenswichtigen Medikamenten. Aber Herr Lauterbach hält eisern an diesen Rabattverträgen fest und weigert sich damit, die wichtigste Ursache der Engpässe anzugehen. Die Apothekerinnen und Apotheker, die hier am Mittwoch auf der Straße waren, empfinden übrigens die 50 Cent, die sie künftig für die Beschaffung von alternativen Medikamenten für nicht lieferbare bekommen sollen, als zynisches Almosen, das ihren Arbeitsaufwand nicht ansatzweise abdeckt. Die Verpflichtung der Pharmaunternehmen nach § 52b des Arzneimittelgesetzes, eine angemessene und kontinuierliche Bereitstellung sicherzustellen, das steht bisher nur auf dem Papier. Und da helfen auch keine neuen Berichtspflichten, meine Damen und Herren, sondern nur eine Vorratspflicht für 5 Monate, wie sie die Linke fordert. Kommen Sie bitte zum Schluss. Kommen zum Schluss. Die krisenfeste und verlässliche Versorgung der Bevölkerung mit notwendigen Medikamenten ist Teil der staatlichen Daseinsfürsorge. Nehmen Sie diese Verantwortung wahr und die Industrie in die Pflicht. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Lars Lindemann. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Union hat eine Aktuelle Stunde aufgesetzt zum Thema Medikamentenmangel. Dafür zunächst einmal herzlichen Dank. Das ist ein wichtiges Thema. Wir sprechen als Koalition gern darüber, weil wir uns im Moment sehr effektiv über dieses Thema auseinandersetzen. Und Sie schreiben auf das Deckblatt Ihres Antrages an der Stelle Ursachen bekämpfen, Gefahren abwenden und kurzfristig Abhilfe schaffen. Ich will mal mit dem letzten Punkt anfangen, kurzfristig Abhilfe schaffen. Da sollten wir uns in diesem Hause ehrlich machen, im Anschluss an das, was die Kollegin Pichotta gesagt hat. Das Problem ist sehr, sehr langfristig entstanden. Und wir werden es auch nur sehr, sehr langfristig wieder beseitigen können. Wer hier ein Bild malt, dass wir mit kurzfristigen Maßnahmen bis zum Herbst das Problem lösen werden, der malt ein Zerrbild. Davon müssen wir alle miteinander ausgehen. Und deswegen ist es unredlich, hier so einen gewissen Druck aufzumachen. Das wird uns in der Angelegenheit als solche nicht weiterhelfen. Dann sprechen Sie von Gefahrenabwehr. Wenn man Gefahren abwehren will, lieber Kollege Sorge, das wissen wir ja als Juristen, dann müssen wir uns zunächst einmal überlegen, was ist denn eigentlich das Problem? Und auf dem Weg dahin muss man sich Erkenntnis verschaffen. Und das tun wir mit den Regeln, die wir aufstellen, nämlich wir versetzen das BfArM in die Lage, durch ein Mehr an Informationen über die gesamte Distributionskette sehr belastbare Grundlagen zu liefern für politische Entscheidungen dann, um gegen Arzneimittelengpässe vorgehen zu können. Und an dieser Stelle müssen wir dann auf die schauen, die in der Distribution tätig sind. Das sind die Apotheker und pharmazeutischen Großhändler. Und ich will an der Stelle hier noch mal deutlich sagen für meine Fraktion, wir danken den Apothekern und den pharmazeutischen Großhändlern, dass sie in der Pandemie Großartiges geleistet haben. Und deswegen schauen wir an der Stelle auch darauf, wenn es begrenzte Rahmen finanzieller Art gibt. Dazu steht meine Fraktion und dazu steht auch diese Koalition. Dann bleibt am Ende nur, dass man schaut, dass man weitestgehend flexibilisiert, also denjenigen, die das Problem am Tresen mit den Patientinnen und Patienten lösen müssen, so viel wie möglich Beinfreiheit verschafft. Und deswegen wollen wir alle Regeln, die sich in der Corona-Pandemie bewährt haben, dauerhaft verstetigen. Darunter fällt im Übrigen auch, dass wir deutlich sagen, dass das Thema Retaxation, so wie es bisher von den Kassen geübt wird, in der Zukunft nicht mehr stattfinden wird. Dann sprechen Sie davon, dass man Ursachen bekämpfen soll. Und dann sind wir ja bei der Frage, was sind denn die langfristigen Ursachen?
für Medikamentenlieferengpässe und dann eben auch Versorgungsengpässe. Und da müssen wir natürlich uns mit der Frage beschäftigen. Frau Pichotta hat 2010, 2011 angesetzt. Die Koalition, die damals die Regierung getragen hat, hat das Amnok geschaffen. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt. Deswegen hatten wir zur damaligen Zeit, ich war dabei, keinen Grund, uns so dezidiert darüber Gedanken zu machen, weil wir der Meinung waren, damit ein sehr marktwirtschaftliches Instrument geschaffen zu haben, was sich ja heute auch bewährt zeigt. Und deswegen müssen wir uns fragen, haben wir die Dinge über die Zeit, die Weichen bis zum heutigen Zeitpunkt richtig gestellt, dass Lieferengpässe so eben nicht entstehen. Und da kommt man dann eben zu der Frage, dass der Preis für Arzneimittel eine Funktion hat. Er zeigt Knappheitsrelationen an. Und die Art und Weise, wie wir Preise gebildet haben in der letzten Zeit, hat eben dazu geführt, dass Unternehmen sagen, sie werden die Dinge in Deutschland so nicht mehr auf den Markt bringen oder eben nur noch im begrenzten Umfang. Oder sie können es eben auch nur noch. Also wird es notwendig sein, und deswegen bin ich dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der ist heute auch schon angesprochen worden, sehr dankbar, dass er sich beim VfA auf einer Veranstaltung zum Bundesgesundheitswirtschaftsminister erklärt hat, weil genau das ist die Brücke, die wir brauchen in der Politik. Wir reden hier nicht nur über Sozialpolitik, wenn wir über Medikamente sprechen, sondern wir reden auch über Wirtschaftspolitik. Und da ist etwas angestoßen worden, wo wir Liberale sehr hoffnungsvoll drauf schauen, dass am Ende Rahmenbedingungen in Deutschland wieder geschaffen werden, dass die pharmazeutische Industrie ihrer Aufgabe nachkommen kann, mit Freude in diesem Land forscht, produziert, auf den Markt bringt. Und dann werden wir am Ende auch keine Engpasssituation in dem Umfang mehr haben, wie wir das heute beobachten können. Herzlichen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort Dr. Georg Kippels. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrter Herr Staatssekretär, wir haben für den heutigen Nachmittag die Aktuelle Stunde beantragt, um die Zeit zwischen dem 24. Mai, der Einbringung des Alp-VVG und der voraussichtlichen Verabschiedung in der kommenden Sitzungswoche noch einmal brandaktuell dazu zu nutzen, Erkenntnisse zu gewinnen und in einer Debatte, die hier in diesem Thema bedauerlicherweise intensiv zu kurz kommt, noch darauf hinzuwirken, dass in den nächsten Tagen durch sinnvolle Änderungsanträge die Erkenntnisse aus der Anhörung vom vergangenen Montag umgesetzt werden können. Es ist schon bemerkenswert, dass am vergangenen Montag die Experten ausnahmslos die Notwendigkeit der Behandlung der aufgerufenen Themen im Alp-VVG ausdrücklich bestätigt haben. Die Absicht, mit diesem Gesetz den Arzneimittelengpässen entgegenzutreten, ebenfalls bestätigt haben, aber ebenso nahezu ausnahmslos die Geeignetheit der Instrumente in Abrede gestellt haben. Zu schwach, nicht zielgerichtet genau und in Verkennung der wirtschaftlichen und internationalen Zusammenhänge. Diese Mahnungen, diese Kritik waren samt und sonders sehr ernst gemeint. Sie waren begründet und sie waren auch nachvollziehbar. Und ich meine sogar bei der einen oder anderen Miene der Kolleginnen und Kollegen der Ampelkoalition ein Aufflackern von Einsicht festgestellt zu haben. Ob jetzt diese Einsicht tatsächlich in den nächsten Tagen Früchte trägt, werden wir sehen. Es ist nur bedauerlicherweise bei diesem hochkomplexen Gesetz, und da schließe ich mich gerne an die Beschreibungen von Herrn Kollegen Lindemann an, so, dass viele Facetten, die nicht nur alleine im Ressortbereich des BMG beheimatet sind, mit abgestimmt werden müssen. Das Bundeswirtschaftsministerium ist ebenso aufgerufen, systematische Beiträge zu leisten, und auch das Forschungsministerium ist aufgerufen, Beiträge zu leisten. Und diese wären sinnvollerweise als Gesamtsignal insbesondere auch an die Pharmawirtschaft zu senden, damit Investitionsentscheidungen in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren die strukturellen Veränderungen, die durch internationale Prozesse ausgelöst worden sind, gelöst und angegangen werden können. Ich hatte in der letzten Debatte schon einmal auf den Beschluss
des Bundesrates vom 12. Mai diesen Jahres hingewiesen, in dem dann auf den beiden letzten Seiten zusammengefasst eine Reihe von Arbeitsaufträgen an die Bundesregierung formuliert worden sind. In der letzten Debatte habe ich mich da explizit auf die evidenzbasierte Ermittlung des Verzögerungskostenaufwands bei den Apothekern bezogen. Bis jetzt können wir leider aus dem Ministerium eigentlich nur den Hinweis von Herrn Minister Lauterbach wahrnehmen, es ist kein Geld da und außerdem haben Sie ja in der Vergangenheit genug verdient, also gibt es da keine Rechtfertigung. Evidenz sieht für mich anders aus. Ein weiterer Punkt in diesem Beschluss ist aber der nachdrückliche Hinweis, und Frau Kollegin Pieschotter hat es aber zumindest mal retrospektiv beschrieben, dass es dringend geboten ist, ein Dialogformat zwischen der Pharmaindustrie, den Produzenten und der Politik ins Leben zu rufen und daraus dann Lösungsansätze gemeinsam zu erarbeiten. Die frustrierte Reaktion der Einlegung einer Verfassungsbeschwerde gegen das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ist nachvollziehbar, sicherlich im Moment nicht hilfreich und vor allen Dingen keine endgültige Lösung. Aber vielleicht ist das noch mal ein ausdrücklicher Appell auch an das Ministerium, jetzt wirklich das Gespräch aufzunehmen, in die gemeinsame Analyse einzutreten und die Aufgabenverteilung zwischen Politik auf der einen Seite mit der Gestaltung von Rahmen und Standort Bedingungen und der zukünftigen Investoren in Pharmaproduktion abzustimmen und auf diese Art und Weise dann tatsächlich auch Perspektiven für eine nachhaltige Beseitigung unserer Mangelsituationen zu formulieren. Und auch ich will an dieser Stelle nicht verabsäumen, zumindest nur einen kurzen Satz zum Apothekerstreik des gestrigen Tages zu sehen. Ich glaube, es ist vollkommen fehl am Platz, in irgendeiner Form diskreditierende oder zumindest mal humoristische Bemerkungen über die Ernsthaftigkeit der Lage der Apotheker zu machen. Alle 17 Stunden schließt eine Apotheke, endgültig in Deutschland. Und wenn wir alle wissen, wie unmittelbar am Bürger bzw. an den Patientinnen und Patienten aus der Apotheke gearbeitet wird, können wir uns einen solchen Verlust nicht leisten. Kommen Sie bitte zum Schluss. Wir brauchen Vertrauen, und Vertrauen setzt ebenfalls auch eine sachliche Diskussion mit den Apothekerinnen und Apothekern voraus. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Martina Stamm-Fiebig. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, was haben Deutschland, Österreich, Italien, Luxemburg, Spanien und 23 andere Länder gemeinsam? Richtig, Lieferengpässe im Bereich Antibiotika. Und was sagt uns das? Richtig, wir haben es hier mit einem Problem von supranationaler Tragweite zu tun und einem Problem, das ärmere und leider auch reichere und ärmere Länder trifft. Einem Problem, das sich nicht auf nur niedrige Preise schieben lässt, und deshalb taugen auch keine monokausalen Erklärungen für die aktuelle Situation. Und zur Erinnerung, liebe Union, in Luxemburg gibt es weder Festbeträge noch Rabattverträge, aber trotzdem haben sie Lieferengpässe. Und wir haben kapiert, aber andere anscheinend nicht. Und wir haben deshalb einen Gesetzentwurf vorgelegt, der ein ganzes Bündel von wichtigen Maßnahmen gegen Arzneimittellieferengpässe beinhaltet. Andere haben keine ernstzunehmenden Lösungsvorschläge. Und ich bin Frau Kollegin Pichotta dankbar für die Aufzählung, denn das macht noch mal anschaulich, wie lange wir uns mit diesem Problem beschäftigen. Ich glaube aber, dass es nicht einmal um Verständnis geht für die Natur des Problems bei dem Antragsteller der Aktuellen Stunde. Nach der Debatte zu Ihrem eigenen Antrag vor einiger Zeit hätte ich eigentlich vermutet, dass es Ihnen erst einmal reicht. Nun gut, manche sind eben lernresistent. Ich freue mich ja immer, wenn wir über dieses wichtige Thema sprechen können. Und wenn Sie sich jetzt noch einmal vorführen lassen wollen, dann machen wir das natürlich gerne. Sie tun uns damit ja sogar einen Gefallen. Diese Diskussion können wir als Ampel nämlich nur gewinnen. Neulich habe ich in der Zeitung gelesen, dass stellvertretend für die inhaltliche Armut
der Union bei diesem Thema steht. Da durfte der selbsternannte Arzneimittelexperte Holitschek zum vorliegenden Gesetzentwurf sich äußern. Der Gesetzentwurf sei nicht ausreichend, heißt es da zum Beispiel. Es müsse dringend nachhaltigere Maßnahmen geben, um die Arzneimittelversorgung zu stabilisieren. Der Pharmastandort müsse wieder attraktiver werden. Ja, ja, alles gut und schön. Und Sie werden wahrscheinlich niemanden in diesem Haus finden, der die Arzneimittelversorgung in Deutschland nicht dauerhaft stabilisieren will. Aber wo sind denn bitte die Vorschläge, wie das unter der aktuellen Kassenlage von Bund und GKV ganz konkret funktionieren soll? Ich sehe leider keine ernstzunehmenden Vorschläge. Die Ergebnisse sind zu groß angekündigten bayerischen Pharma-Gipfels haben null neue Erkenntnisse gebracht. Erwartungsgemäß ist eine Melange aus altbekannten Vorschlägen und die Forderung nach mehr Geld herausgekommen. Das zeugt doch schon von einiger Dreistigkeit. Einfach eine Diskussion zusammenfassen, die seit Jahren läuft, und sich danach aufzuführen, als hätte man das Rad neu erfunden. Ich fasse zusammen. Sie reden, wir handeln, wir führen längere Bevorratungspflichten ein, wir mindern den ökonomischen Druck im Bereich der Generika, wir fördern den Standort Europa durch eine Reform der Rabattverträge, wir etablieren ein Frühwarnsystem und wir erleichtern das Management von Engpässen in der Apotheke. Wir tun das, was im nationalen Rahmen möglich ist. Und was machen Sie? Sie fordern einen Pharmagipfel auf Bundesebene, der wieder nur Altbekanntes produzieren wird, und schreiben Positionspapiere ab. Zur Erinnerung, wir hatten mehrere Pharmagipfel auf Bundesebene und auch damals schon Lieferengpässe. Zur Lösung des Problems haben die anscheinend nicht beigetragen. Sie suggerieren, dass sich alle Probleme in Luft auflösen, wenn wir nur an alle genügend Geld mit der Gießkanne verteilen. Geld, das wir aber nicht haben. Und wie können wir sicherstellen, dass höhere Preise auch wirklich zu resilienteren Lieferketten führen? Genau das wollen wir mit diesem Gesetz herausfinden, indem wir punktuell und kalkuliert bei Kinderarzneimitteln und Antibiotika die Preise anheben und evaluieren, ob es klappt. Sie haben darauf keine Antwort. Stattdessen spielen Sie den Leuten etwas vor. Und wenn Sie ernstzunehmende Vorschläge mit Mehrwert haben, können wir gerne noch einmal darüber reden. Aber aktuell scheint mir das hier an der Stelle keinen Sinn zu machen. Herzlichen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Dr. Janosch Dahmen. Ja, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben in dieser Debatte viele richtige Analysen aus der Ampelfraktion gehört zur Situation, was erforderlich ist und wie wir es konkret in dieser Woche mit einem Gesetz, was die Probleme adressiert, Lösungen beinhaltet, nun angehen werden und auf den Weg bringen werden. Wir haben auch gehört, wie wir in diese Situation scheibchenweise, stückchenweise über viele Jahre hineingeraten sind und sind an einem Punkt angekommen, zu sagen, dass wir uns eigentlich die Frage stellen müssen, worum geht es in dieser Debatte, in diesem Zusatzpunkt, den wir jetzt hier miteinander heute diskutieren. Denn eigentlich geht es darum, zu suggerieren, dass es ein Problem gäbe, was plötzlich vom Himmel gefallen ist, für den niemand außer die jetzt handelnden Personen, die sich ums Problem kümmern, Verantwortung tragen? Oder geht es eigentlich darum, den Menschen hier Scheinlösungen zu präsentieren mit irgendwelchen Gipfeln, die eigentlich an den Ursachen gar nichts lösen? Ich will Ihnen sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, das Thema ist zu ernst. Tatsächlich ist es ja so, dass viele Menschen dort draußen sich ängstigen darum, wie wird meine Medikamentenversorgung sein? Wie komme ich in meiner Apotheke zukünftig verlässlich an Medikamente? Und hier den Eindruck zu erwecken, man könnte mit einem einfachen Gipfel plötzlich dafür sorgen, dass nebenan vor der Haustür plötzlich alle Medikamente, die es braucht, die heute fehlen, produziert werden, das glauben Sie doch selber noch nicht. Das ist unehrlich, das ist Schaumschlägerei. Und ich finde, diesen Anstand sollten Sie haben, solchen Populismus hier nicht weiter durchs Feld zu tragen. Schauen wir uns
Schauen wir uns die Situation der Apothekerinnen und Apotheker an. Ich will Ihnen sagen, dass die Forderung, die hier heute in verschiedenen Redebeiträgen aus der Opposition klang, als müsste man nur einfach mehr Geld verteilen, dann sei das Problem der Apothekerinnen und Apotheker behoben, das ist doch einfach Unfug. Wir haben eine Situation, dass viele Apotheker, die heute eben, sind diese 17 Stunden angeklungen, die diesen Beruf unattraktiv machen, die ihn umständlich machen, vor allem über Zettelwirtschaft, über Bürokratie, über übermäßige Kontrollen, umständliche Prozesse klagen. Und genau das gehen wir jetzt an. Der Kollege Lindemann hat es angesprochen. Wir werden dieses Thema der übermäßigen Prüfung des falschen Kreuzchen an der falschen Stelle angehen. Wir werden sicherstellen, dass die Apotheken sich in schlankeren Prozessen darauf verlassen können, dass am Ende zählt, dass sie dem Patienten den richtigen Wirkstoff in der richtigen Situation geben und nicht das falsche Wort auf der Verpackung an der falschen Stelle steht, daran hindert, dass die Versorgung sichergestellt ist. Wir werden sicherstellen, dass durch Digitalisierung die Ablaufprozesse in den Apotheken und der Versorgung insgesamt einfacher werden, die Prozesse schneller, schlanker sind und vor allem mehr Überblick herrscht, wo denn der konkrete Mangel an welcher Stelle zu welcher Zeit herrscht und wir darauf reagieren können. Wir werden also ein Mehr an digitalen Verfahren, entschlackter Bürokratie, vereinfachten Dingen auf den Weg bringen, was wirklich die Arbeit erleichtert, was Not lindert und was durch Zuschläge für solche Austauschprozesse eben eine Verbesserung der finanziellen Situation der Apotheken ohne einen bürokratischen Mehraufwand bedeutet. Das ist gut, das ist richtig, das hilft den Apotheken, das löst die Probleme und das sind Lösungen und keine Gipfel, die niemand am Ende was bringen. Wenn wir uns zum Ursprungsort der Produktionsstätten von Arzneimitteln anschauen, dann ist Teil des laufenden Gesetzgebungsverfahrens, was wir beraten, auch, dass wir Produktionsstätten zurück nach Europa holen, indem wir über Rabattverträge es attraktiv machen, in Europa Generika wieder zu produzieren, indem wir dafür sorgen, dass die Verfügbarkeit von Arzneimitteln, die hier wichtig sind, in Europa gestärkt werden. Wir sind der engen Zusammenarbeit aus Bundesgesundheitsministerium, Bundeswirtschaftsministerium und den anderen Ressorts in der Bundesregierung dankbar, dass dafür gesorgt wird, gemeinsam mit den Unternehmen, dass eben der Standort der Pharmaindustrie in Deutschland, Europa dafür sorgt, dass existenzielle Medikamente, die dringend gebraucht werden, zukünftig wieder besser verfügbar ist. Das ist wichtig, das ist richtig und nicht ein Dialog mit der Pharmaindustrie, ein Gipfel, der am Ende des Tages nur redet und nicht im Machen dafür sorgt, dass Lösungen auf den Tisch kommen. Letzter Punkt. Eine der entscheidenden Ursachen, warum wir jetzt keinen Überblick haben und warum es so schwierig ist, für die Pharmaindustrie neue und gute Medikamente hier in Deutschland zu entwickeln, ist die verschlafene Digitalisierung im Gesundheitswesen, ist die schlechte Verfügbarkeit von Daten, ist die Ursache, dass nach 16 Jahren Unions-Bundesregierung wir in eine Situation in Deutschland geraten ist, dass die Pharmaindustrie von der Apotheke der Welt, von die sie beschwören, in andere Länder abwendet, weil keine Daten zum Forschen verfügbar ist. Wir sind abgehängt, weil die unionsgeführten Gesundheitsministerien der letzten 8 Jahre, eine Bundeskanzlerin und auch ein Unionswirtschaftsminister nicht vermocht haben, den Pharmastandort Deutschland, den Wissenschaftsstandort Deutschland mit guten Daten, guter Digitalisierung gut aufzustellen. Ein Riesenfehler, das gehen wir jetzt an. In diesem Sinne vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat das Wort Manfred Totenhausen. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, mit Ihrer Aktuellen Stunde haben Sie ein Thema aufgegriffen, mit dem sich die Politik regelmäßig beschäftigt. Zuletzt noch hier im Mai, darüber haben wir darüber diskutiert, gerade mal 3 Wochen ist es her. Und für alle uns alle ist klar, Arzneimittelversorgung ist gerade in Deutschland als ehemalige Apotheke der Welt sehr wichtig. Das weiß die Bundesregierung und das nimmt sie sehr ernst. Und deshalb ist es schade, dass Sie das Thema hier ausnutzen, um ein paar Schlagzeilen zu produzieren und das Problem der Ampelkoalition zuzuschreiben. Das hilft uns nicht weiter und es stimmt ja auch nicht. Es gibt genügend Beispiele aus der Zeit, als Sie Regierungsverantwortung hatten und trugen. Ich sage nur Maskenversorgung zu Beginn der Corona-Pandemie. Erst waren keine da und dann machten einige Ihrer ehemaligen Kollegen daraus ein Geschäftsmodell. Aber wir erinnern uns, das Problem der Arzneimittelversorgung trat erst richtig zutage, als China
dann infolge der Pandemie Firmen und Häfen schloss und alles noch während der letzten Regierung. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns also lieber über Fakten sprechen und nicht länger gegenseitige Schuldzuweisungen zukommen lassen. Ja, wir haben in einigen Bereichen eine Mangelware, etwa bei der Produktion von gewissen Generika. Aber die Gründe kennen Sie. Die nötigen Rohstoffe und die Grundmittel kommen häufig aus China und oder Indien und fehlen. Genau diese Monopolstrukturen müssen wir durchbrechen und unsere Lieferketten ausweiten. Und im Sinne der nationalen Sicherheitsstrategie die Produktion in Europa, aber auch in Ländern wie etwa Thailand oder Indonesien stärker in den Fokus nehmen, wo Medikamente am günstigsten sind. Meine Damen und Herren, in einer global aufgestellten Wirtschaft, die von Wettbewerb lebt, muss es natürlich eine Abwägung geben, und zwar zwischen Effizienz auf der einen und Versorgungssicherheit auf der anderen Seite. Und es ist nicht nur Sozialpolitik, sondern es ist auch Wirtschaftspolitik. Und deswegen rede ich heute nicht als Gesundheitspolitiker, davon habe ich viel zu wenig Ahnung, sondern ich rede als Wirtschaftspolitiker. Denn hohe Gesundheitskosten bedeuten auch hohe Lohnnebenkosten. Und das wiederum verteuert den Faktor Arbeit. Schon jetzt ist uns unsere Gesundheitspolitik sehr lieb, aber auch sehr teuer. Teurer als in vielen Nachbarstaaten, etwa den Niederlanden. Gleichzeitig war doch die Versorgungslage lange besser als bei uns und nicht nur beim Fiebersaft für Kinder. Das Problem ist also vielschichtig und nicht über Nacht zu lösen, aber es gibt Möglichkeiten. Ein Beispiel: Wenn wir es schaffen, mit unseren Partnern in der Europäischen Union Konzepte und Strategien zur Bevorratung von notwendigen Medikamenten und Grundrohstoffen zu entwickeln, dann kommen wir auch dieser Frage deutlich näher, dieser Antwort. Ein Vorschlag: Je nach Art des Medikamentes könnten strategische Bevorratung dadurch angereizt werden, dass die Medikamente erst dann verzollt werden, wenn sie dem Lager entnommen werden. Wenn wir gleichzeitig den üblichen Puffer aus der Pharmalieferkette von 180 bis 100, 220 Tage auch auf die Grundstoffe erweitern, könnten wir Engpässe in der Produktion hierzulande eher vermeiden. Um in Deutschland selbst in Zukunft mehr Medikamente zu produzieren, sind auch hier wie in anderen Bereichen zügige und rechtssichere Genehmigungsverfahren nötig. Dazu muss die deutsche wie die europäische Regulierung angepasst werden. Meine Damen und Herren, über solche Punkte gilt es nachzudenken, weitere Reformschritte im Gesundheitsbereich anzugehen. Und an dieser Stelle möchte ich mich abschließend bei den Apothekerinnen und Apothekern bedanken, die für ihre Kunden, für die Patienten da sind, sie gut beraten und bei Bedarf eigenhändig Medikamente herstellen. Insofern macht der gestrige Streiktag sicher klar, wie wichtig Apotheken für die Gesundheit und Versorgung der Bevölkerung sind. Mein Appell: Wenn wir Apotheken entlasten wollen, dann müssen wir zuallererst Bürokratie abbauen und die Digitalisierung vorantreiben, denn das hält sie von ihrer eigentlichen Arbeit ab. Das alles sind Punkte, die sich die Koalition schon längst vorgenommen hat und an denen die Bundesregierung arbeitet. Die Opposition ist aufgerufen, dabei zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger mitzumachen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Für die Unionsfraktion hat das Wort Stefan Pilsinger. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir sind viele, wir sind laut, weil er uns die Kohle klaut. Das haben gestern Tausende von Apothekern bei ihrer großen Demonstration für dem Bundesgesundheitsministerium skandiert, um auf ihre prekäre Lage aufmerksam zu machen. Der Minister war ja sogar anwesend, aber anstatt runterzukommen, mit den Apothekern zu reden oder ihnen zuzuhören, hat er lieber sich in seinem Ministerium mal wieder verschanzt, hat sich aufs Dach gestellt oder auf den obersten Stockwerk heruntergeschaut, ein Foto geschossen und das sogar hämisch honoriert, dass die Apotheker zu Demonstrationen kommen. Ich sage Ihnen, schöner kann man seinen eigenen Politikstil nicht selbst demaskieren. Man hat manchmal bei Gesundheitsminister Karl Lauterbach ja das Gefühl,
Ein Karl Lauterbach hört nur auf seinen eigenen Rat. Dabei haben ja Sie das Apothekenproblem immer weiter verschärft. Die Problematiken sind ja schon seit Längerem bekannt. Wir haben ein massives Apothekensterben, so wenige Apotheken wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und in den letzten 10 Jahren sind über 3.000 Apotheken geschlossen werden, die der Versorgung unwiederbringlich verloren gehen. Durch Ihr GKV-Finanzstabilisierungsgesetz vom letzten Jahr haben Sie ja noch mal den Apothekenabschlag erhöht. Und das betrifft jede Apotheke mit ungefähr 600 Euro im Monat. Also Sie entziehen den Apotheken noch zusätzliches Geld, was sie brauchen würden, um ihre Apotheken am Laufen zu halten. Ich denke, wir müssen endlich wieder in die Vorhand kommen. Und jetzt hat die Frau Stamm-Fiebig schon gesagt, und die Ampelkollegen haben es ja durchklingen lassen, die Union, die nörgelt nur rum und macht selbst keine guten Vorschläge. Deswegen haben wir als konstruktive Service-Opposition hier ein paar gute Vorschläge für Sie, wie Sie den Apotheken helfen können. Erstens, sorgen Sie dafür, dass die Nullretaxation endlich abgeschafft wird. Kann doch gar nicht. Bisher steht da nichts im Gesetz. Und deswegen sorgen Sie dafür, das kann doch nicht sein, wenn einzelne Fehler auf dem Rezept stehen, dass die Apotheken für das volle Risiko haften. Zweitens, sorgen Sie doch dafür, dass die Apotheken für ihre enorme Leistung bei den Lieferengpässen, teilweise telefonieren die Apotheken alle benachbarten Apotheken ab, um zu schauen, dass die Patienten, wenn sie selbst das Medikament nicht vorhanden haben, ihr Medikament bekommen. Sie bekommen pro Fall nur 50 Cent. Das ist doch viel zu wenig für diese wichtige Aufgabe. Tun Sie endlich was dagegen. Bitte. Und tun Sie bitte was bei der Erhöhung des Fixums. Die Apotheken bekommen pro Rezept 8,35 Euro, obwohl die Inflation und Kostensteigerung massive Probleme machen. Das muss man doch endlich auf mindestens 10 Euro erhöhen. Und man muss es dauerhaft auch an die Realkosten anpassen. Es kann doch nicht sein, dass die Apotheken von den steigenden Kosten nicht entlastet werden. Da muss doch endlich was getan werden, genauso wie endlich die Bürokratie reduziert werden sollte. Und jetzt, das wurde ja auch schon angeklungen, Kollegen haben es ja gesagt, ich glaube, der Herr Dahmen, wir haben eigentlich zu wenig Geld. Und die FDP sagt, ja, zusätzliches Geld gibt es auch nicht vom Lindner. Deswegen haben wir auch einen Finanzierungsvorschlag für die Probleme. Wie wäre es, wenn Sie Ihre sinnlosen Kioske, die Sie geplant haben, die 1 Milliarde Euro, die Sie da eingeplant haben, wenn der Minister darauf verzichten würde und diese 1 Milliarde Euro dafür hergenommen werden würde, den Apothekern, die in ihrer Existenz bedroht sind, gerade in unterversorgten Gebieten zu helfen und sie vor ihrem Bankrott zu retten. Ich glaube, viele Menschen sagen, der Lauterbach, der beschäftigt sich nur mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten. Die wirklich wichtigen Dinge, die lässt er liegen. Deswegen kämpfen Sie dafür, dass die Apotheken nicht weiter kaputt gespart werden. Das wäre jetzt wichtig. Vielen Dank. Und der letzte Redner der Aktuellen Stunde ist für die SPD-Fraktion Dirk Heidenblut. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also als Erstes will ich mal sehr deutlich sagen, damit kein falscher Eindruck entsteht, die Ampelkoalition ist längst an einem Gesetz, das die Lieferengpässe bekämpfen wird, das sie wirksam bekämpfen wird. Und wir haben es zwar gerne getan, heute noch mal darüber zu reden, aber das wird das Gesetz weder besonders nach vorne bringen, dazu sage ich gleich auch was, noch wird es uns daran hindern, ein vernünftiges Gesetz zu machen. Das machen wir und wir wissen, dass wir es gut machen müssen. Der Kollege Lindemann und die Kollegin Pichotta haben das gerade schon gesagt. Also das kommt und ich kann Sie beruhigen, wir bekämpfen die Lieferengpässe, überhaupt keine Frage. Als Zweites, und deswegen habe ich gesagt, die Diskussion heute wird uns da nicht nach vorne bringen. Und ich erlaube mir, einen Begriff der Kollegin Pichotta noch mal zu übernehmen. Als Zweites muss ich sagen, ich hatte mich ja schon gefreut, als einer Ihrer Kollegen gesagt hat, man habe den Termin heute extra angesetzt, weil man ja bei der Anhörung gut zugehört hat und jetzt sozusagen noch mal Schub reinbringen will. Da habe ich ja kurz gedacht, dann wird ja was aus der Anhörung kommen. Dann wird ja irgendwas an Schub kommen. Was kam, war aber nur heiße Luft, also eigentlich nichts. Und die Krönung war tatsächlich der Finanzierungsvorschlag, den wir jetzt zum Schluss bekommen haben. Also mir ist nicht bewusst, dass die CDU bisher Dinge, die noch gar nicht verausgabt worden sind, als Finanzierungsvorschlag herangezogen hat für Dinge, die man gerne hätte haben wollen. Bisher
haben wir über Gesundheitskioske hier noch gar nicht diskutiert. Das werden wir hoffentlich in Zukunft irgendwann tun. Und wir wissen weder, was sie dann kosten werden, noch in welcher Größenordnung wir das ansetzen werden. Und wir werden auch dann, wie wir das beim Lieferengpassgesetz auch tun, sehr genau darauf achten, dass die Kosten vernünftig gedeckt sind. Wir werden aber einen ungedeckten Scheck nicht durch den nächsten ungedeckten ablösen. Das macht nun wirklich überhaupt keinen Sinn. So viel zu den wirklich federführenden Vorschlägen. Ich will noch mal sehr deutlich machen, uns ist durchaus bewusst, dass wir nicht nur die Lieferengpässe bekämpfen müssen und dass das, und der Kollege Lindemann hat das gesagt, eine tatsächlich lange Strecke ist, die wir zurücklegen müssen, weil sie zum einen nicht früh genug begonnen wurde und weil sie zum anderen mit den Maßnahmen, die uns die CDU jetzt als einzige hier wieder auftischt, auch nie gelöst worden ist, nämlich mit einem Pharma-Dialog. Sondern das muss in vernünftiger Form langfristig gelöst werden. Kein Unternehmen wird, egal was wir hier machen, morgen seine komplette Produktion fröhlich nach Deutschland verlagern oder nach Europa. Das wird schlicht nicht funktionieren. Und das ist einfach also Sand in die Augen der Leute streuen, wenn man behauptet, dass sowas geht. Und im Übrigen, wenn es gegangen wäre, wäre es ja schön gewesen, wenn die CDU das irgendwann mal gemacht hätte. Liegen meine Haare nicht gut, Frau Kollegin Pichotter? Dann mache ich das. Okay, irgendwas anderes stimmt nicht. Gut, jetzt haben Sie mich völlig aus dem Konzept gebracht. Vielen herzlichen Dank. Man kriegt hier auch gezeigt, wenn das nicht funktioniert. Dabei war ich gerade so schön dabei. Also, das klappt auf keinen Fall. Und natürlich wissen wir auch, und vor dem Hintergrund ist es auch wichtig, über die Apotheken zu reden, und vor dem Hintergrund ist es auch wichtig, dass die Apothekerinnen und Apotheker auf sich aufmerksam machen. Natürlich wissen wir auch, dass uns auf der langen Strecke, die uns noch bevorsteht, besonders wichtig die Apotheken an unserer Seite sind, denn sie helfen, ich will damit den Großhandel gar nicht ausklammern, aber die Apotheken helfen sozusagen an der Basis, da wo die Patientinnen und Patienten hinkommen, dass das, was an Lieferengpässen da ist, für die Patientinnen und Patienten so gut wie möglich in den Griff zu kriegen ist. Und deswegen brauchen sie Flexibilität. Und genau das setzen wir im Gesetz an. Und deswegen müssen wir sie von bürokratischen Hürden befreien. Da sind natürlich die Fragen der Retaxation eine Frage. Aber auch die werden die Lieferengpässe übrigens nicht lösen. Auch davon muss man sich mal lösen. Wir wollen das angehen, überhaupt keine Frage. Damit wird aber kein einziger Lieferengpass gelöst werden, sondern es wird den Apotheken die Möglichkeit gegeben, damit besser klarzukommen. Das ist richtig, das ist wichtig. An der Stelle müssen wir ansetzen. Das ist ein sehr vernünftiger Punkt. Und jetzt, damit insbesondere der Kollege Bilsinger nicht völlig enttäuscht nach Hause geht, wenn ich nichts über Cannabis gesagt habe, er hat ja diesmal leider nichts gesagt, da hätte ich darauf reagieren können, muss ich noch mal mein Thema Cannabis als Medizin auch ansprechen. Cannabis als Medizin hilft inzwischen vielen, vielen Menschen. Und auch an der Stelle bitte ich einfach, müssen wir mit ins Auge fassen, Lieferengpässe sind auch da durchaus nicht aus der Welt. Und wir haben da im Übrigen eine gute Möglichkeit, Produktion oder nennen wir es besser Anbau, nicht nur nach Deutschland zu bekommen, sondern ihn sogar hier zu halten und zu erweitern. Auch das sollten wir ins Auge fassen. Und dazu müssen wir vielleicht an der Stelle etwas weniger Vorgaben machen und etwas vernünftiger mit den Rahmenbedingungen umgehen. Aber ich hoffe, dass wir auch das noch hinkriegen werden. Da bin ich ganz zuversichtlich. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und damit beende ich die Aktuelle Stunde. Und möchte darauf hinweisen oder fragen, ob noch ein Mitglied des Hauses da ist, was noch nicht abgewählt hat. Dann würde ich mal sagen, los geht's, weil in 2 Minuten schließe ich die Wahlurnen. Na dann, also alle, die noch nicht gewählt haben, bitte jetzt sofort in direkten Gang über den Wahlausweis zu den Abstimmungskabinen oder zu den Stimmkabinen gehen und dann abstimmen und wählen. Die Schriftführer gucken nämlich schon ganz kritisch, dass ich schon ein bisschen länger die Wahlurnen offen gelassen habe. Der Kollege Dohnt hat da immer ein besonderes Auge drauf.